Hallo, hallo ihr Lieben, Sonntagmittag. Alles Mögliche brutschelt bei mir gerade auf dem Herd und ich habe so ein bisschen Wartezeit. Und was macht man dann? Man fängt irgendwas an. Irgendwas. So, ich habe das Buch, ich habe es euch gestern vorgestellt. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch gewesen, ein Werbebuch. Ich habe es komplett ordnungsgemäß auseinandergenommen. Schon ordentlich begradigt. Das sind die Deckvorne- und Hintenseiten. Die sind über, ich weiß noch nicht. Und die anderen Seiten vorsichtig rausgenommen, sodass es als Doppelseite alles erhalten bleibt. Die werden das Grundgerüst für ein neues Buch bilden. Thema weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bereite erstmal alles vor für ein neues Buch. Und weiß, dass ich da auf jeden Fall was abschneiden muss. Wenn ich das neu binde und so weiter, muss auf jeden Fall etwas ab. Das ist immer so. Das kann ich ja schon mal erledigen. Dann habe ich das auch. Ich nehme hier so, wie viel ist das? Wie viel nehme ich da weg? Ist das ein Zentimeter? Stimmt, ne? Die Blätter werden dann bezogen mit Papier. Dazwischen kommen natürlich noch jede Menge andere Blätter. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht mal Thema. Ich habe noch vor, ein Hundebuch, ein Katzenbuch. Und ich wollte so gerne botanische Bücher machen. Ich habe so viele Sachen noch, die ich machen wollte. Ist immer besser, ich suche mir irgendwie ein Thema aus, bevor ich da so wahllos vor mich hin bütscher. Ich bereite jetzt einfach im Moment, weil ich habe ja nur ein bisschen Zeit, die Seiten so eben so ein bisschen vor, mehr noch nicht. Wie viel habe ich jetzt wohl abgeschnitten? Ich kann das immer schlecht schätzen. Zentimeter. Ja, genau, Zentimeter. Das habe ich schon fertig. Das ist Müll. So dass wir jetzt einen Grundstock haben von 1, 2, 3, 4. Ne, warte mal. Das sind 4. Dass ich jeweils 2 Seiten habe. Oh ja, das ist schön. Ich will es nur mal reinhalten von der Größe her. Ja, auch gut. Von der Höhe muss noch was runter. So dass ich wahrscheinlich drei Signature machen kann. Wenn ich 3 Signature mache, dann habe ich 2 Seiten vom Originalheft. Hier mache ich auch 1 Zentimeter runter. Genau, das wird es am besten sein. Und ich denke, ich werde dann, weiß ich noch nicht genau, aber ich denke, ich werde die Seiten auch abrunden hinterher. Aber dafür ist es natürlich erstmal ganz günstig, wenn ich sie erstmal mit Papier beziehe. Dafür werde ich dann in meinen Vorräten mal ein bisschen suchen, denn zum Beziehen dieser stabilen Seiten reicht es, wenn ich dünnes Papier nehme. Da brauche ich nicht dieses dicke, fette Cardstock nehmen. Das macht alles nur dann doppelt und dreifach schwer und dick. So, da wollen wir dann nochmal schauen. Also die Naht wäre schön, wenn wir sie jetzt alle richtig rumliegen hätten hier. Einigermaßen. Nicht ganz, aber ungefähr. Oh ja, passt schon mal ganz gut. Dann kommt das hinten ins Buch, dann haben wir Spielraum oben und unten. Ja, das gefällt mir gut. Ja, das gefällt mir gut. Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwo verwenden kann. Das waren vorne und hinten Seiten und wenn man das ordentlich rauslöst, dann kann man... Ja, ich habe es jetzt falsch herum. Ist schon klar. Wir machen es richtig herum, um mal einmal die Übersicht zu gewinnen. Ja, das ist schön, wenn man das so aufmacht. Man hat vorne ein bisschen Platz, man hat oben und unten ein bisschen Platz. Gefällt mir ganz gut. So, das ist Step 1 für ein neues Buch. Thema bin ich eigentlich wirklich immer noch am Schwanken. Ich gucke mal, was ich an Büchern habe. Melde mich, wenn es weitergeht. Tschüss. So, Mitternacht. Gerade ist die neue Woche angefangen
Und ihr seht mich immer noch am Basteltisch, weil ich vor 2 Stunden hier vorbeikam und wollte nur mal ganz kurz eben gucken. Das kenne ich schon von mir, wenn ich nur mal eben kurz gucken will. Ja, ihr wundert euch, ich bin zu faul. Ich habe einen Auftrenner, aber ich bin zu faul, jetzt in die Wohnstube zu laufen und die Maschine rauszuholen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt vielleicht, war das mal eine Tasche. Und zwar habe ich mir überlegt, ich hoffe, dass mir das gelingt, ich muss das nochmal glatt bügeln, dass ich ein Katzenbuch machen möchte und werde das mit diesem Stoff vorne und hinten, ich muss mal gucken, wo vorne und hinten im Endeffekt ist, vielleicht ist das vorne, ich weiß es noch nicht, oder umgedreht, aber ich nehme an, das ist vorne und hinten. So, da muss ich natürlich noch einen neuen Spine machen. Und diese habe ich über. Vielleicht kann ich die so als so ein kleiner, ja, so einen kleinen Flipper so reinmachen. Ich weiß noch nicht. Den Spine habe ich hier schon liegen, aber ich glaube. Entschuldigung. Ich bin ja ein Zeit schon am Niesen. Das liegt hier an dem Staub. Ich bin so ein bisschen stauballergisch. Und die Tasche ist sehr alt und ich denke auch ein bisschen staubig. So, und jetzt muss ich das notgedrungen hier mühselig auftrennen. Das ist das, was ich ja am meisten hasse eigentlich, diese Fummeleien. Muss möglich sehen, dass ich alles heile behalte, denn ich weiß nicht, wenn man diesen Auftrenner holen wollte, dann würde das ja ein Klacks sein. Aber nein, warum sollte man das sich einfach machen? Das ist so typisch für mich, ne? Zu faul aufzustehen, lieber breche ich mir hier einen ab. Ja, ist traurig, ich weiß. Es ist sehr, sehr traurig. Ja, ich muss erst den Henkel abmachen, sonst komme ich mit. Das geht aber auch wirklich extremistisch schwer. Übereinander genäht mehrfach. Ah, die Tasche war auch super stabil. Ich hatte noch eine, ich weiß aber nicht, wie es. Also es ist mir jetzt zu anstrengend. Ich muss doch morgen Auftrenner holen. Ich habe schon einiges rausgesucht. Hier. Ich habe schon einiges rausgesucht. Ich muss mal so ein kleines bisschen Platz schaffen. Das ist ein Sticker. Ach, hier ist wieder kein Lichter, ne? Typisch. Hier ist wieder so ein Sticker-Album, das ist ganz, ganz alt, so ganz niedlich. Vielleicht kann ich die mal so auf Tags irgendwo verwenden, da sind immer noch ein paar drin. Und ich habe auch eine kleine Vorauswahl schon getroffen, dass jetzt im Einzelnen diese ausgeschnittenen Sachen sind etwas zu klein zum Einzelvorzeigen. Das kommt dann noch, aber das sind jetzt schon wieder Bilder aus den kleinen Golden Books. Ich habe hier einiges an Postkarten, wobei ich weiß jetzt nicht genau, wie das hieß. Die Postkarten, ich kenne die Figur an sich nicht, den habe ich nur einmal den hier. Dann habe ich dieses noch, alles ist Golden Books, Golden Books, Golden Books, Golden Books. Dann habe ich ein deutsches Kinderbuch zerlegt, Miezi Katze auf dem Bauernhof. Da suche ich mir die schönsten Motive raus. Auf jeden Fall muss ich schauen, wie weit ich da komme. Hier sind sehr, sehr reizende Bilder. Sehr, sehr niedlich. Und das war das Buch Die Katze, kleines Tier-ABC, Annette Betz Verlag. Und dann habe ich hier wieder Golden Books. Ganz niedliche kleine Bilder. Das auch, glaube ich, ja. Und das sind noch Graphic 45, die habe ich schon ausgeschnitten, das sind so Katzengeschichten, hier die haben hinten kein Katzen, alte Katzenbilder, so, das ist schon mal die Vorauswahl, die ich getroffen habe, dann suche ich noch weiter, das ist noch nicht alles, also das nächste Projekt wird ein kleines Katzenbuch sein,
So, das wollte ich nur kurz erzählen. Ich bin kaputt, ganz ehrlich. Ich habe jetzt lang genug hier rumgesucht und rumgemacht. Ich sage jetzt gute Nacht. Und sobald es was Neues gibt, bin ich wieder bei euch. Schlaf gut, ich hoffentlich auch. Bis gleich. Bis dann. Guten Morgen, ihr Lieben. Im Zuge der Suche nach Katzensachen war ich natürlich noch mal oben in der Bücherstube und habe hier noch einige auch andere interessante Sachen gefunden, die ich jetzt wieder mit runtergebracht habe, aber die werde ich bei anderer Gelegenheit noch mal vorstellen wahrscheinlich. Die lege ich erstmal auf die Seite, wenn ich wüsste wohin. Einen Moment. Ach, so. Jetzt bin ich ja relativ noch mal fündig geworden. Warte mal, ich mach mal gerade ein bisschen Platz. Ja, ich muss dazu sagen, wie man sich vielleicht denken kann, jemand wie ich, der Jahrzehnte sich mit Katzenschutz, Tierschutz und so weiter abgegeben hat und so weiter, der hat natürlich eine ziemliche Sammlung, was alleine. Ich habe auch Katzenbücher gesammelt, ich habe Katzenfiguren, ich habe alles gesammelt. Aber die Sammlung habe ich schon mal von der Zeit etwas reduziert und schon einiges weggegeben. Und was jetzt noch oben ist, ist einfach viel zu schade, um es komplett zu zerfetzen und zerreißen. Was ich aber gefunden habe, ist ein Postkartenbuch. Schöne, nette, alte Postkarten mit Katzen. Das kann man natürlich verwenden. Weitere Postkarten, wunderschön in Schwarz-Weiß, wirklich wunderschön. Die werde ich natürlich verwenden, natürlich. Und dann habe ich die wieder gefunden. Die hatte, da habe ich natürlich einige Bücher von. Die liebe ich, diese Bilder. Die sind einfach so nett und so niedlich. Ich weiß nicht, ob ihr die Malerin kennt. Das ist Leslie Ann Ivory ist das. Von der habe ich natürlich Bücher, aber die Bücher werden natürlich nicht. Dann habe ich noch mal ein paar Lexika runtergebracht. Wer braucht heute schon noch ein Lexikon in irgendeiner Form? Wir haben ja alle Internet. Und mein Gott, jetzt habe ich eine Bücherkiste komplett aufgeräumt und die quillt jetzt schon wieder über. Jetzt ist schon wieder keine Ordnung. Dann habe ich, diese Sachen können auch hier in den Umlauf kommen, in die Bearbeitung. Das sind so Naturbücher. Aber was ich wiedergefunden habe, guck mal, erinnert ihr euch noch an Idusho, dass die sowas mal rausgaben? Ist das irre? Ja, schade, ich habe nur noch das mit den Pilzen. Diese Natur- und Dingsbumsführer, die gehen jetzt hier auch bei uns in diesen Bereich. Die können ausgeschlachtet werden. Was ich gefunden habe, ist etwas über Luchs. Ein paar Bilder, das ist Wildkatze, das werde ich mit Sicherheit verwenden. Zwei kleine Sachen, Luchs und Wildkatze, werde ich auch verwenden. Wunderschönes Luchsbild. Hier ist... Achso, nee, halt, das muss ich anders machen. Das, ja, das ist meine Ungeduld und da ärgere ich mich sehr. Seht ihr, was ich gemacht habe? Furchtbar, oder? Das ist ein ganzer Artikel über Luchse und jetzt fehlt mir hier das Ganze. Jetzt wollte ich das eigentlich als Ganzes reinnehmen, weil ich das halt sehr interessant finde. Ja, den Bildern schadet es nicht ganz so doll, aber dem Text schadet es. Da fehlt natürlich jetzt, ja, was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Also das ist meine Ungeduld. Anstatt zu warten und ein Messer zu holen, reiße ich es raus und ich Idiot mache es kaputt. So. Ihr seht, ich bin noch voll in Vorbereitung und am Zusammensuchen und Sammeln. Was ich noch habe, sind Poesiebilder, die muss ich noch raussuchen. Vielleicht der ein oder andere Stempel. Ja, und dann Papiere. Katzenpapiere habe ich definitiv nicht. Also das steht hundertprozentig fest. Da muss ich was anderes machen. Ich werde sehen. Das ist jetzt der erste Teil zum Katzenbuch und wenn es weitergeht, seid ihr dabei. Tschüss!